Vielen Dank für eure tollen Fragen. Ich hoffe, ich kann sie jetzt zu eurer Zufriedenheit beantworten, weil bei mir ist es anders als bei euch schon ziemlich lange her, dass ich das Buch das letzte Mal gelesen habe. Es ist ja schon eine Weile her, dass es erschienen ist. Ich werde mir mal große Mühe geben, eure Fragen zu beantworten. Mon nome è Mara, trec în clasa 6-a la școala Nicolae Iorga din Sibiu și aș dori să adresez câteva întrebări autorului. Care a fost sursa de inspirație a romanului Nelly și locul învăluit în ceață? Și ce vrea să semnifice locul învăluit în ceață? Zur Inspiration für Nelly und der Nebelort. Eigentlich sollte das tatsächlich mein Film werden. Also habe ich das als Drehbuch entwickelt, ursprünglich. Was auch sehr lange gedauert hat. Ich glaube, da haben wir 3 Jahre dran gearbeitet. Ich mit einer Produktionsfirma zusammen. Und als Inspiration hatten wir ganz viel. Also einmal war Momo eine Inspiration, das Buch von Michael Ende, was ich sehr liebe. Dann die Beobachtung und das Gefühl, was ich damals hatte, dass Eltern versuchen natürlich, kenne ich von meinen Eltern, alles Übel von ihren Kindern fernzuhalten. Was manchmal vielleicht dann gar nicht so gut ist, weil man ihnen Sachen nicht erzählt, die sie vielleicht besser gewusst hätten und das Gefühl haben, da passiert was im Hintergrund, aber nicht wissen, was genau, was dann noch mehr Angst macht, als zu wissen, was wirklich passiert ist und die Wahrheit zu kennen. Die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die man trifft, ja, das war eigentlich die Grundidee. Was passiert, wenn Eltern völlig ausflippen, weil sie ihre Kinder so gern beschützen wollen? Das habe ich in Nelly durchgespielt und dann natürlich übertrieben in dem Nebelort. Da, ja, da schrecken die Eltern mit ihrem Schutz vor nichts zurück und machen das Leben und die Welt dadurch natürlich für die Kinder ziemlich klein. Na, die zweite Frage habe ich eigentlich schon mit beantwortet. Welche Bedeutung hat der Nebelort? Die Welt liegt im Nebel. Die Kinder wissen nur das, was die Eltern wissen und was sie ihnen zeigen wollen und mehr nicht. Also es geht nicht über diese Welt hinaus. Man stellt keine Fragen, man macht sich nicht dreckig, man ist unter einer Schutzschicht begraben eigentlich. Und dieser Nebel, ja, das ist einerseits der Nebel des Nichtwissens, vernebelt werden und auch gleichzeitig eine Grenze. Vielleicht so ein bisschen wie bei Nonröschen, die Dornenhecke. Also die Welt, der Ort wird vor der Welt geschützt. Und ich fand Nebel irgendwie ein ganz gutes Medium dafür. Einerseits liegt der Ort hier am Meer, deswegen ist es gar nicht so unrealistisch mit dem Nebel. Das kommt da durchaus vor. Andererseits ist es was, es ist da und es ist irgendwie stark. Es ist natürlich, vielleicht hat man auch Angst als Kind durch so einen dichten Nebel durchzugehen oder es wabert und es ist ein bisschen gruselig. Und gleichzeitig ist es aber was, wo, wenn man sich einmal traut, es natürlich gar nicht schwer ist durchzukommen. Es ist ja eigentlich nur Luft. Man kann da durchkommen. Und das war für mich, war das ein schönes Bild, ein sehr, sehr starkes Bild für diese Welt, in der die Kinder da eingesperrt sind und in der sie sich aber auch selbst entscheiden können, sie zu verlassen, wenn sie sich trauen. Bună ziua! Mă numesc Anastasia Ovsarciuc, am 11 ani, sunt în clasa 5-a-B la școala gimnazială Nicolae Iorga din Sibiu și vreau să vă pun o întrebare referitoare la cartea Nelly și locul învăluit în ceață. Întrebarea mea este următoarea. Când Jupiter, porcul lui Nelly, care e băiat, s-a îndrăgostit de cocoșul ordonator superior, care clar este băiat cât este cocoș. La ce ați vrut să vă referiți când amândoi sunt băieți? Jupiter und der Hahn. Tatsächlich hat Jupiter heißt auch im Deutschen, also heißt Jupiter. Und der Hahn hat keinen Namen, das ist einfach der Oberhahn. Und andeuten will ich eigentlich gar nichts. Da haben sich anscheinend 2 Jungs verliebt. Ein Hahn und ein Schwein. Bună ziua! Mă numesc Andrei Usarciuc, am 11 ani și sunt elev la școala gimnazială Nicolae Iorga Sibiu din România. Întrebarea pe care doresc să vă adresez se referă la scena în care Nelly observă că Gertrude este sub influența unei ceți care o controlează și o face să dorească ca toți oamenii să trăiască într-o lume condusă de reguli exagerate și iraționale. Die Welt, das habe ich ja schon ein bisschen beantwortet eigentlich, auch die Welt entsteht durch die Ängste der Erwachsenen. Es ist eine Welt, die vermeintlich an die Kinder angepasst wurde, aber nur um sie zu schützen, nicht um sie vorzubereiten auf Dinge. Und diese Erwachsenen im Ort leben in der großen Angst und diese Angst geben sie an die Kinder weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was man als Eltern, ja, wo man aufpassen muss, nicht die eigenen Themen und Dinge an Kinder weiterzugeben. Das reicht ja schon. Also ich kenne das von meinen Eltern, wenn gesagt wurde, ich mag das nicht, das schmeckt mir nicht.
Ich bin als Kind sofort ganz skeptisch auch, ne? Und probiere es vielleicht auch gar nicht, obwohl es mir eventuell geschmeckt hätte. Oder in dem Fach war ich auch nicht gut. Warum also kämpfen? Und dieses, was ja unvermeidlich kommen muss eigentlich oder sollte und was ja eigentlich auch schön ist, dieses, dass es irgendwann eine Trennung von den Eltern gibt und man aber natürlich zurückkommen kann, wenn man das möchte, aber die Welt auf eigene Faust zu entdecken und frei zu sein, das gelingt den Kindern und Eltern in diesem Buch nicht so besonders gut zunächst und loszulassen auch. Und ja, und es ist so weit gegangen, bis sich dieser Nebel um den Ort gelegt hat und sie eigentlich vom Erdboden hat verschwinden lassen. Bună ziua! Mă numesc Simeonu Eliana și sunt elevă în clasa 5-a B la școala gimnazială Nicolae Iorga din Sibiu. Am citit cu interes cartea Nelly și locul învăluit în ceață, care mi-a amintit că este foarte greu atunci când o mamă se desparte de copilul ei, deoarece chiar dacă în carte Nelly se reîntâlnește cu Ava, întrebarea mea este următoarea. Cum te-ai simțit dacă ai fi în locul Avei și ai vedea că dispare într-un loc plin de ceață, în timp ce nu știi ce se întâmplă cu fica ta? Ja, wie fühlt man sich, wenn man sein Kind verliert und dann auch in diesem Nebel? Als ich das Buch geschrieben habe, da hatte ich tatsächlich selbst noch keine Kinder. Jetzt habe ich zwei, die sind mittlerweile 5 Jahre und 9 Jahre alt. Und tatsächlich habe ich beide auch schon mal verloren. Allerdings zum Glück nicht im Nebel. Und zum Glück habe ich sie viel schneller wiedergefunden, als Ava Nelly wiederfindet. Aber schon die kurze Zeit hat mir gereicht und ich war in heller Aufregung, musste künstlich aufpassen, also musste mich wirklich beruhigen, dass ich das werde ich wiederfinden. Es ist nur kurz. Ich weiß ungefähr, wie sie ticken. Ich werde die wiederfinden. Und dann fängt man an zu suchen. Und aber die ist ja dann, sie kann eben nicht suchen, ne? Also sie kann sich nur Gedanken machen. Und ich denke, dass das ganz, ganz, ganz schrecklich ist, weil sie und Nelly ja auch eine Einheit sind. Die beiden waren ja immer zusammen unterwegs und haben aufeinander aufgepasst und aber es ist natürlich auch durch ihre Mutter geprägt, die beide Eltern, die immer so viel Angst hatten um ihre Kinder, ne? Und sie hat der Nelly doch relativ viel Freiheiten gegeben und ich kann mir vorstellen, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen Vorwürfe macht, beziehungsweise denkt, vielleicht hatten meine Eltern doch recht damit mit ihrer übermäßigen Sorge. Vielleicht muss man Kinder auf Schritt und Tritt begleiten und ständig aufpassen, damit sie nicht verschwinden, damit nichts passiert. Also ich denke, die durchlebt keine besonders schöne Zeit, als sie von Nelly getrennt ist. Und ja, sie muss überglücklich sein, als sie Nelly dann wiederfindet. In ce țară se află locul plin de ceață? In welchem Land sich der Nebelort befindet? Ich glaube, das ist tatsächlich dieser, das klingt immer so komisch, ne? Das Land der Fantasie oder so, aber ich habe mir keinen speziellen Ort vorgestellt, zumal das der Ort ja wenig mit seiner Umgebung zu tun hat, durch diese Nebelwand und so ein bisschen der Welt enthoben ist. Und für mich ist das ein Ort wirklich, der ja so ein bisschen wie auf einer Wolke über der Welt schwebt und der gleichzeitig aber auch überall sein könnte. Also vielleicht ist es auch tatsächlich, wenn man jetzt so weit gehen will, im übertragenen Sinne, eher ein Gedankenort oder ein Gefühlsort als ein realer Ort. Also der Ort wird gebildet und geprägt durch die Sorgen und Ängste der Eltern, die sie auf ihre Kinder weitergeben. Und es ist tatsächlich ein Ort, an dem man, wenn man Eltern wird, ab und zu vielleicht kommt, wenn man merkt, wie viel Verantwortung man plötzlich hat. Und die wenigsten Eltern reagieren zum Glück so wie die Eltern in Nelly und der Nebelort. Für mich ist es kein spezieller Ort. Bună ziua! Mă numesc Timiș Tatiana și fac parte din clasa 5-a B de la Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Sibiu. Am citit cartea Nelly și locul învăluit în ceață și mi-a plăcut foarte mult, mai ales pentru faptul că este o carte de aventuri. Am două întrebări legate de ea. Prima întrebare este dacă mica barcă care a costat la sfârșit pe plajă este barca tatălui lui Nelly. Was meint ihr? Ich glaube eigentlich, daran glaube ich sogar ganz fest, nicht nur eigentlich, ich glaube daran, dass jeder Leser, jede Leserin ein Stück weit ein Buch selbst mitschreibt und Entscheidungen treffen darf. Und deswegen mag ich das eigentlich, ein bisschen offenere Enden zu haben und so, dass sich jeder selbst vorstellen kann, was er sich wünscht oder was er vermutet nach der Art, wie er das Buch gelesen hat. Und für mich, soll ich das verraten? Ja, ich mache es einfach. Also für mich ist es Nellys Papa. Ich glaube, in dem Boot sitzt Nellys Papa Erik. Und wie ging es euch? Was glaubt ihr? Iar a doua întrebare este cum de certut nu și-a dat seama că
În autobuz era fiica ei atunci când le-a făcut să dispară. Warum Gertrude nicht aufgefallen ist, dass Ava in dem Bus ist, das habe ich tatsächlich beim Schreiben auch überlegt und auch viel diskutiert, als zu der Zeit, als es noch ein Drehbuch werden sollte und dann später auch mit der Lektorin, also der Frau vom Verlag, die das Buch mit den Autoren und Autoren zusammen bespricht und durchgeht und Fehler raussucht und Lösungen findet. Wir sind damals zu dem Schluss gekommen, dass sie kriegt nichts mit. Die ist so aufgeregt, die Gertrude, die ist so in ihrer Welt und die ist so in ihrer Trauer und ihrer Angst versunken, dass sie die Dinge gar nicht mehr genau anguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sehr viel Angst hat oder aufgeregt ist, dass man dann einfach, ja, man kriegt nicht mehr so wirklich alles mit. Oder überspitzt dann. Ne? Aber bei Gertrude ist es so, dass sie, glaube ich, nur denkt, oh nein, was Fremdes kenne ich nicht, schnell weg, damit könnte gefährlich sein, tu mal weg. Und sie hat gar keine Zeit. Ich weiß auch nicht mal, ob sie Ava kennen wird, weil sie eine bestimmte Vorstellung von ihrer Tochter hat von früher. Und auch eigentlich glaube ich, dass Gertrude auch Angst vor Menschen hat. Also wenn, selbst wenn sie sehen würde, dass da in dem Bus jemand ist, ich glaube nicht, dass sie sich trauen würde, genauer hinzugucken oder sogar zu fragen, wer bist denn du? Weil sie sich so weit entfernt hat durch ihre ganzen Ängste und Sorgen und Verrücktheiten, dass sie das gar nicht mehr schafft, so offen auf jemanden zuzugehen. Und dadurch verpasst sie natürlich die Chance zu sehen, dass sie endlich ihre Tochter wieder hat. So, ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne und fragt nach. Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Lesen. Ich freue mich, dass ihr Spaß mit dem Buch hattet. Tschüss!